In diesem Video zeige ich einige weitere Handgriffe der DOM-Manipulation. Im letzten Video hast du gesehen Query Selector und Query Selector All und Inner HTML und Inner Text. Und in diesem Video möchte ich aus JavaScript heraus HTML-Elemente generieren. Ich habe nur noch den Tag MyTitle und ich werde auch den entfernen. Jetzt habe ich einen leeren Body, ein leeres Skript. Und jetzt schreibe ich let my title gleich document create element. Das ist eine Methode, also Klammer dahinter. Und das generiert HTML-Elemente, die sich dann als Tags im Body manifestieren und auch gerendert werden. Und das Argument für diese CreateElement-Methode ist ein String, eine Zeichenfolge und dann der Name des HTML-Elementes, zum Beispiel H1. Und das gibt mir eine Überschrift, aber ich sehe nichts. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, ich habe keinen Inhalt. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Aber zuerst machen wir mal das erste und schreiben my title nicht gleich, sondern inner text gleich hello world. Ich sehe immer noch nichts. Sicherheitshalber prüfe ich in der Konsole my title. Und ich sehe auch, es ist ein H1-Tag. Und wenn ich schreibe myTitle innerText, myTitle innerText, dann kriege ich den String Hello World. Das geht also. Es ist da, aber ich sehe nichts. Der Grund dafür ist, dass HTML-Elemente in Beziehung zueinander leben und die können nicht einfach so im leeren Raum existieren. Ich muss angeben, wer der Parent, das Elternelement dieser Überschrift ist. Und ich habe nicht so viele Möglichkeiten hier. Ich habe den HTML-Tag, den Head-Tag und den Body-Tag. Und der Body ist das einzig Sinnvolle hier. Und der Body-Tag ist relativ einfach zu erreichen. Der wird vorgefertigt vom Browser. Also wenn ich schreibe Document Body, das existiert, das wird erkannt und ich kriege den Body-Tag zurück. Jedes HTML-Element hat die Methode Append Child. Ich kann schreiben Document Body Append Child und dann als Argument das HTML-Element, das angefügt werden soll. MyTitle. Und jetzt sehe ich den Titel und der Titel wird gerendert. Wenn ich in den Inspektor gehe und den Body-Tag näher anschaue, dann sehe ich hier diesen H1-Tag. Häufig möchtest du aber nicht ein Element in den Body direkt setzen, sondern du möchtest vielleicht einen Pfad in eine SVG-Grafik setzen oder du möchtest ein Listenelement in eine Liste setzen. Und dazu brauchst du eine Möglichkeit, dieses Elternelement auszuwählen. Also angenommen, ich habe hier eine Section und die ID davon ist foo. Und da hinein soll diese Überschrift, dann muss ich zuerst einmal eine Variable haben, die auf diese Section mit der ID foo zeigt. Und das kann ich so machen, indem ich schreibe let my section gleich document query selector. Und als Selektor nehme ich die Raute foo. Die Raute steht für die ID. Und dann kann ich anstatt Document Body Append Child, kann ich sagen My Section Append Child.
wenn ich dann nachschauen gehe im Inspektor, dann sehe ich hier diese Section mit der ID Foo. Wenn ich das aufklappe, ist die Überschrift dort drin. Wenn ich mehrere Sections habe, dann kann ich mit Hilfe solcher IDs im Query Selector angeben, welchen davon das ich möchte. Also wenn ich hier die ID Bar verwende, dann ist Section ID Foo leer und Section ID Bar enthält jetzt diese Hello World Überschrift. Okay, und jetzt noch ein anderes Beispiel. Ich nehme eine Liste und die Liste hat die ID Foo. Und hier nenne ich das anders, MyList, Selektor, Raute Foo. Und jetzt schreibe ich eine Schleife und sage for let i gleich 0, i kleiner als 10.000, i plus gleich 1 oder kürzer i plus plus, also jedes Mal um 1 erhöhen, und dann sage ich let new list item gleich document create element li list item, das macht ein li tag, new list item inner text gleich math random my list append child new list item. Und dann kriege ich eine lange, lange Liste mit zufälligen Zahlen. Und ich könnte vielleicht sagen, anstatt UL nehme ich OL. Dann kriege ich eine nummerierte Liste von 0 bis 10.000. So, hat gerade noch Platz, bevor es abgeschnitten wird. Jetzt ist die Frage, wird diese 10.000 hier eingerückt, damit die 1 noch Platz hat? Oder habe ich zufälligerweise das Limit erreicht der Zahlen, die dargestellt werden können, bevor es abgeschnitten wird? Das hat jetzt nichts mehr mit DOM-Manipulation zu tun, sondern mit Neugier. Ich schreibe mal 1000. Aha, und ich sehe ein Leerzeichen. Und jetzt probieren wir es natürlich mit 100.000. Probe aufs Exempel. Und wenn jetzt die 1 am Ende angeschnitten wird, dann habe ich gewonnen. Tatsächlich 0000, die 1 ist abgeschnitten. Jetzt müsste ich hier etwas Padding oder Margin nach links machen, damit das Platz hat. Das war interessant, hat nichts mit DOM-Manipulation zu tun. Im nächsten Video sage ich dann wieder mehr dazu.